Moin ihr Lieben, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem Video. Ich wurde getaggt und zwar von Vivi, Viviane Miss Lady. Ihren Kanal verlinke ich euch natürlich unten einmal. Ich kenne sie vom Cube Hamburg Treffen und sie ist eine super nette, mit ihr kann man sich toll unterhalten. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie mich getaggt hat, gerade auch da diese Fragen bei diesem grenzgeniale YouTuber-Tag einfach sehr interessant sind und es doch so ein paar Hintergrundinfos über den jeweiligen YouTuber verrät. Warum hast du mit YouTube begonnen? Der Filmschnitt bringt mir einfach so unheimlich viel Spaß und mir hat Material gefehlt, das ich schneiden kann. Dementsprechend war YouTube eine gute Möglichkeit für mich und es bringt mir seit dem ersten Video immer noch unheimlich viel Spaß. Wie lange machst du jetzt schon Videos? Mein Kanal gibt es ja seit April 2009. Und ungefähr genauso lange mache ich schon Videos. Mit was filmst du? Also als Hauptkamera nutze ich die Panasonic HDC SD300. Das ist auch die Kamera, die ich seit meinem allerersten Video nutze. Und sie ist immer noch genau die Kamera, die ich für meine Videos benutzen möchte. Für meine Vlogs, also Follow Me Rounds, nutze ich mittlerweile die Sony Alpha 5100. Und sonst auch mal das Handy, mal eine Spiegelreflexkamera, so vereinzelt für spezielle Videos. Aber generell sind die Sony und auch die Panasonic so meine zwei Kameras, die ich generell am meisten nutze. Sonst steht auch eigentlich immer in der Infobox, welche Kamera benutzt wurde in dem Video. Denn manchmal benutze ich auch zwei Kameras. Verwendest du ein externes Mikro? Nein, denn bei meiner Kamera ist das interne Mikro wirklich gut und mir gefällt das sehr gut und daher brauche ich einfach keins. Allerdings besitze ich ein Valimax Pro, so ein Ansteckmikrofon, was ich aber noch nie wirklich benutzt habe, da ich es eigentlich nicht brauche. Was verwendest du als Halterung oder Stativ? Ich verwende ein Stativ und zwar eins von Mantona. Das ist eins von den günstigeren, aber immer noch ein sehr, sehr, sehr gutes. Also natürlich günstiger, damit meine ich jetzt nicht diese 30-Euro-Stative, die ja viele benutzen, sondern schon die in den professionelleren Bereich gehen, aber immer noch zu den günstigeren zählen. Denn von diesen 30-Euro-Stativen halte ich nicht viel. Da wackelt es dann oft sehr schnell, das Bild, wenn eine kleine Erschütterung da ist. Bei diesem Stativ ist es zum Beispiel so, für draußen ist es nicht so geeignet, da schon der kleinste Wind dafür sorgt, dass es leider wackelt. Daher leihe ich mir für unterwegs immer ein Manfrotto-Stativ aus, was da ein bisschen mehr aushält, was Wind und so weiter betrifft. Ich nutze keinen Schwenkkopf, sondern einen Fotokugelkopf, da ich Kugelköpfe besser finde, denn man kann die Kamera leichter gerade kriegen, denn mein Schwenkkopf hat leider keinen Kugelkopf mit eingebaut und da ich eh nicht schwenke bei solchen festen Videos wie diesem hier und sonst eben bei dem Manfrotto-Stativ ist es ein Schwenkkopf mit Kugelkopf, also so eine Verbindung aus beidem. Denn Kugelkopf ist so das Wichtigste, was man eigentlich braucht, um die Kamera gerade zu bekommen. Für meine Vlogs nutze ich ein Tischstativ von Manfrotto. Das ist ein stabiles Tischstativ, denn bei den kleineren, den sehr, sehr günstigen, hat man oft das Problem, dass die Kamera nicht drauf hält und das Ganze leicht umkippt und man im blödsten Fall dann hinterher eine kaputte Kamera hat. Daher lieber ein bisschen mehr investieren und hinterher kann auch wirklich jede Kamera drauf halten. Und das Stativ hält jede Kamera aus, auch die wirklich schweren. Wie sorgst du für eine gute Bildqualität oder Ansicht? Also die Bildqualität hängt nicht nur von der Kamera ab. Wie ich ja schon gesagt habe, ich nutze seit meinem ersten Video dieselbe Kamera. Und meine Bildqualität hat sich um ein Vielfaches verbessert.
Also hängt es nicht nur von der Kamera ab, sondern auch davon, wie man mit der Kamera umgeht. Also man sollte wissen, was die Kamera kann und wie man sie einstellt. Der Weißabgleich ist sehr entscheidend und dann natürlich, dass man nicht nachts oder im Stockdusteren filmt, was ich früher ja irgendwie öfter gemacht habe. Wie oder mit was bearbeitest du deine Videos? Hier geht es ja um Schnittprogramm und zwar nutze ich Final Cut Pro 7, bin ich sehr mit zufrieden. Ich mag das Programm extrem gerne. Außerdem habe ich früher eine Zeit lang Color benutzt. Das ist das Farbbearbeitungsprogramm, was zu Final Cut Pro 7 dazugehört. Und außerdem nutze ich, wenn manchmal im Schnittprogramm die Musik ein bisschen komisch ist, also ich habe da öfter so ein Ticken drin, so als ob ein Metronom die ganze Zeit mittickt. Und das kriege ich da recht gut raus. Einmal ins Programm importieren und dann wieder ausspielen und schon ist der Ton wieder okay im Schnittprogramm. Denn im Original ist es ja nicht drin und das war's auch. Wo findest du Musik, die du für deine Videos verwendest? YouTube. Und zwar die YouTube-Bibliothek, die es mittlerweile ja gibt, hat sehr viel Musik und sehr schöne Lieder. Man muss sich allerdings ein bisschen intensiver damit beschäftigen, denn sonst findet man die Musik, die alle nutzen und die nervt auf Dauer wirklich nur. Bestimmte Lieder kann ich gar nicht mehr hören, sobald sie verwendet wird, muss ich leider abschalten, da es zu viel wird und einfach zu viele Leute diese Musik verwendet haben und sie in 90% aller Fälle auch einfach nicht passt. Man sollte gucken, dass man sich da ein bisschen mit beschäftigt, passende Musik raussucht und auch immer wieder was Neues, also nicht immer dasselbe, denn schnell wird es sonst langweilig für den Zuschauer. YouTube-Bibliothek hat tolle Musik und man kann sich zu 1000% sicher sein, dass man sie rechtlich auch nutzen darf. Wann lädst du deine Videos hoch und warum? Generell sehe ich es so, dass es kein Beinbruch ist, sollte man es nicht schaffen oder mal keine Zeit haben, ein Video hochzuladen, dann ist es auch vollkommen okay, denn es gibt auch andere Dinge im Leben als YouTube. Aber generell versuche ich ja, wie ihr vielleicht gemerkt habt, 2 Videos die Woche zu machen. Und zwar versuche ich dienstags und donnerstags jeweils ein Video hochzuladen. Aber es können auch mal andere Tage werden oder es kann auch mal sein, dass ein Video nicht kommt. Also es sind keine in Stein gemeißelten Upload-Tage, aber ich versuche es an den Tagen hochzuladen. Planst du deine Videos? Oder drehst du spontan? Zum Planen gehört ja eigentlich schon dazu, dass man, wenn man die Kamera anmacht, weiß, was ist das Thema, über das man reden möchte. Also das ist ja auch schon eine Art Planen. Allerdings so richtig mit Skript und Storyboard eigentlich nicht. Ich habe im Kopf öfter etwas, was damit rein soll, gerade wenn noch Schnittbilder mit involviert sind. Und sonst weiß ich das Thema, weiß, worüber ich reden möchte und rede dann einfach spontan drauf los. Das klappt meistens recht gut. Manchmal mache ich mir allerdings Notizen, da es immer mal wieder Themen gibt, wo ich wirklich nichts vergessen möchte. Verwendest du einen Vorspann und warum, wenn ja? Ein Vorspann, da würde ich mal Intro zu sagen, das ist das Gleiche im Prinzip. Und nein, ich habe eine Zeit lang eins verwendet, aber auch nur ganz kurz. Das wurde mir netterweise erstellt, aber passt doch nicht so zu meinem Kanal. Wenn jemand ein passendes Intro für mich erstellen möchte, würde ich mich freuen, aber es ist einfach schwierig, bei mir etwas zu finden durch die Themenvielfalt. Mittlerweile ist als Introersatz einfach das Einblenden von meinem Kanalnamen und ich finde das auch ganz passend, also zumindest besser, als wenn ich das nicht machen würde. Aber wenn Intros nicht zu lang sind und wirklich passen, dann können Intros wirklich extrem schön sein. Verwendest du ein eigenes Logo und wenn ja, warum? Nein, nicht wirklich. Ein Logo habe ich nicht. Allerdings mein Profilbild, dieser Hamburger Hummel, der blaue, den findet man eigentlich auf jeder Plattform als Profilbild, außer bei Instagram. Und daher ist das auch wieder so eine Art Wiedererkennungswert. Und ich würde sagen, dass man das nicht direkt als Logo bezeichnen kann, aber das ist etwas, was einem immer wieder begegnet. Was für Videos gefallen dir als Zuschauer am meisten? Schwierige Frage. Ich gucke viel. Viel Thema Organisation, viel Thema Minimalismus, Thema plastikfrei. Auch immer mal ganz gerne
vegan als Thema. Sonst aber auch Schminkvideos, so richtig klassische Tutorials, wenn es aber mehr in die künstlerische Richtung geht. Oder auch Musik, also Musikvideos gucke ich sehr gerne. Ich gucke da sehr viel. Es hängt auch viel von der Person ab, die es filmt. Ich gucke auch viel einfach Videos von Leuten, die ich persönlich kenne. Und es gibt super viel. Sonst hängt es auch sehr stark von der Person ab und nicht nur vom Thema, denn nicht jedes Thema guckt man sich bei jeder Person gleich gerne an und dementsprechend kann ich das da schlecht sagen. Was nervt dich am meisten als Zuseher in Videos? Das ist schwer, das ist wirklich schwer. Mich nervt es, wenn Leute eingebildet und arrogant rüberkommen, auch so, als ob sie alles wüssten und perfekt wären. Das mag ich gar nicht, aber das sind dann einfach die Personen, die ich nicht mag und deren Videos schaue ich dann auch nicht. Was ich nicht mag, wenn Kooperationen nicht richtig markiert sind oder nicht erwähnt werden. Das ist etwas, das geht, finde ich, gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Aber leider tun es sehr viele, denn auch Product Placement einzublenden ist einfach in den meisten Fällen falsch. Aber es ist schön, wenn es wenigstens erwähnt wird und irgendwie gekennzeichnet wird, auch wenn es meistens leider falsch ist. Wie zufrieden bist du mit deinen eigenen Videos? Doch, ich bin eigentlich sehr zufrieden, denn ich mache mir bei jedem Video vorher Gedanken, ob ich zufrieden bin, ob ich dieses Video wirklich hochladen möchte. Und wenn ich da irgendwas dran finde, was mir nicht gefällt oder was ich lieber doch nicht hochladen möchte, dann lade ich dieses Video nicht hoch. Ich drehe es dann neu oder ich verwerfe einfach die gesamte Idee. Also dementsprechend mit den Videos, die online sind, bin ich doch wirklich sehr zufrieden. Wie zufrieden bist du mit YouTube allgemein? Generell finde ich toll, dass YouTube die Möglichkeit bietet, dass man sich kreativ auslebt und frei hochladen kann, worauf man Lust hat. Man muss natürlich ein paar Dinge beachten, sei es rechtliche Geschichten mit Musik oder ähnlichem, dass es wirklich auch nur eigener Content ist, den man hochlädt. Aber im Großen und Ganzen finde ich es super, super toll. Was würdest du an YouTube ändern, wenn du es könntest? Jeder Kanal muss rechtlich gesehen ein Impressum haben. Aber YouTube hat einfach nicht die Möglichkeit, dass man als Kanalbetreiber sein eigenes Impressum einrichtet. Und da man als Kanalbetreiber rechtlich gesehen ein Impressum braucht, sollte YouTube schleunigst und eigentlich sogar sehr dringend diese Funktion noch einbauen, da es einfach benötigt wird. Kennst du geheime und versteckte Funktionen bei YouTube? Eine Zeit lang war mal bekannt, dass man während dieser Ladekreis war, auf dem Videofenster Snake spielen konnte. Das war so eine versteckte Funktion, war auch sehr lustig und wenn dann das Video weiterging, konnte man trotzdem weiterhin Snake spielen. Also sobald man einmal angefangen hat, war es erst dann vorbei, wenn man sich in den Schwanz gebissen hat oder gegen die Wand gekommen ist. Sonst war nochmal irgendwann wegen Duse Harlem Shake oder ähnliches sollte man eingeben und dann hat die gesamte YouTube-Seite getanzt. Ob es das noch gibt, beides kann ich nicht sagen, aber das sind so zwei versteckte Funktionen, von denen ich mal gehört hatte. Was sind deine Tipps für Neueinsteiger, die mit YouTube anfangen wollen? Das ist schwierig, man kann viele Tipps geben, aber Tipp Nummer 1 ist, man sollte den Spaß an der Sache haben und man sollte es nicht nur machen, um bekannt zu werden und um Geld damit zu verdienen. Denn das schafft man nicht mal eben und ohne Spaß schaut auch keiner die Videos gerne. Denn man merkt es, ob Spaß am Video drehen und an dem Ganzen überhaupt vorhanden ist. Das merkt man als Zuschauer wirklich. Was hältst du von diesem Tag und wen taggst du? Generell ein toller Tag, da man ein paar Hintergrundinformationen der einzelnen Leute mitkriegt und es mal nicht nur Fragen sind, die ins Persönliche gehen oder Fragen, die sehr banal sind, sondern ein bisschen was mit Inhalt. Wen tagge ich? Roy vom Kanal ReusenTV, von dir würde ich es ganz gerne sehen, da würde mich das sehr interessieren. Bettina von Aufgeruscht, da würde mich das sehr interessieren, was du so dazu zu sagen hast, da du ja noch ein bisschen länger dabei bist als ich. Und außerhalb von den ganzen Tube Hamburg Leuten, Tommy vom Kanal Tualingling, dich tagge ich auch. Da du schon so lange keine Videos mehr gemacht hast und ich dachte, das wäre eine gute Möglichkeit, dass du doch mal wieder was machst und man mal wieder was von dir sieht.
Und als allerletztes habe ich ganz vergessen, Katie vom Kanal Katie. Dich tagge ich natürlich auch, würde mich mal sehr interessieren, ebenfalls bei dir. Oder besser gesagt, es würde mich bei allen von euch interessieren, die ich getaggt habe natürlich. Und ich könnte noch x weitere Personen taggen, aber die fallen mir gerade spontan so ein und euch tagge ich und ich freue mich schon auf eure Videos. Von wo kommt dieser Tag und wo liegt der Ursprung? Also wie der Name ja schon sagt, grenzgeniale YouTuber, kommt dieser Tag von den grenzgenialen YouTubern. Und zwar ist das Ganze eine Facebook-Gruppe, die ich mir jetzt auch nochmal näher anschauen werde im Anschluss. Die haben diesen Tag entwickelt, finde ich eine grandiose Idee und dementsprechend verlinke ich euch gerne einmal die Facebook-Gruppe in der Infobox. Hoffe, der Tag war ein bisschen hilfreich für euch und hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!